Größter Gefangenenaustausch der Geschichte, wenn man so will. Größter Gefangenenaustausch definitiv seit dem Kalten Krieg. Alle feiern sich und verkaufen es als Erfolg. Dabei begehen sie Rechtsbruch. Es ist teilweise illegal, was sie getan haben. Und bei den Russen machen sie möglich, was bei Suleiman Atta'eh für Afghanistan unmöglich scheint. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ein wirklich schwieriges Thema. Zuallererst, natürlich beglückwünsche ich alle, die wieder zu Hause bei ihren Liebsten sind, vor allem wenn sie zu Unrecht festgehalten wurden. Allerdings habe ich hier ganz krasse Kritikpunkte. Man darf nicht um jeden Preis Deutsche aus dem Ausland freipressen mit irgendwelchen Gefangenen, die man selber hat. Vor allem haben wir einen Mörder jetzt auf freien Fuß gesetzt, für nach Russland zu gehen. Und bei Suleiman Atta'eh, dem Polizistenmörder aus Mannheim, sagen sie alle, er muss hier seine Strafe verbüßen, bevor wir ihn aus dem Land kanten können. Viel interessanter ist es, dass das Justizministerium hier für den Gefangenendeal Anweisungen an die Staatsanwaltschaften und die Generalbundesanwaltschaft gestellt hat. Hören auch so ein bisschen mit vorgehaltener Hand, auch in anderen Behörden, beispielsweise auch die Bundesanwaltschaft, die ja da wirklich sehr, sehr viel in der Vergangenheit ermittelt hat, dass man das Ganze nicht nur positiv sieht. Stattdessen hätte der Bundespräsident eine Begnadigung nach Artikel 60 machen müssen. Hat er nicht getan und damit bewegen sie sich hier auf rechtlich eigentlich illegalem Terrain, denn sie haben einfach jemanden aus der Haft genommen und ihn in Freiheit entlassen, ohne den entsprechenden Verwaltungsakt auf Beamtenebene durchzuführen, weil sie einfach nichts können. Das kann man sich wirklich gegen den Kopf schlagen, dass es wehtut. Wie kann man sowas machen? Also, Respekt dafür, dass man Deutsche aus dem Ausland wieder rausholt, dass man das diplomatisch verhandelt. Wirklich Respekt. Ich glaube aber, da hat Olaf Scholz mehr Kohlen ins Feuer geworfen als zum Beispiel Annalena Baerbock. Aber wir können nicht die Deutschen holen für jeden Preis. Wirklich für absolut jeden Preis. Es war in der deutschen Geschichte bisher noch nie der Fall und damit haben sie das Novum geschaffen, dass wir einen verurteilten Mörder, einen Kapitalverbrecher, der zur Höchststrafe verurteilt wurde, tauschen gegen andere Inhaftierte. Das ist das Novum, das hat es noch nie gegeben. Das gilt als Tabubruch. Wir dealen auch mit Mördern. Also das ist das, was mir nicht in den Kopf geht. Wie können Sie nur? Und dann gehen Sie auch noch hin und pressen mehr als nur deutsche Staatsbürger frei. Also es gibt ein paar Amerikaner, es gibt ein paar Deutsche und ein paar oppositionelle Russen. Und da kommt nämlich jetzt wieder die ganze Geschichte an die Grenzen dessen, was die Politik machen darf. Ja? Sie fabulieren dann, ja, also die Interessen der Deutschen und bla und hin und her, wo ich mir immer nur sage, ja, alles schön und gut, aber mit welchem Interesse haben wir diese oppositionellen Russen da rausgeholt? Das ist nicht Aufgabe der Deutschen, das ist auch nicht Aufgabe der Amerikaner. Klar sind die Leute froh, dass sie frei sind und klar waren sie teilweise zu Unrecht inhaftiert. Dennoch kann es nicht der Maßstab sein, dass Deutschland einen Mörder freigibt für Russland, damit danach russische Staatsbürger in Freiheit nach Deutschland kommen. Das geht nicht, Leute, und das könnt ihr so lange als Erfolg verkaufen, wie ihr wollt. Die Wahrheit, sie kommt ans Licht. Der türkische Geheimdienst MIT hat das Ganze organisiert. Auf dem Flughafen von Ankara ist das Ganze quasi wie in einem James-Bond-Film abgelaufen. Es kamen 7 Maschinen, alle nach Ankara geflogen, alle sind ausgestiegen, sind in die Katakomben verschwunden. Dort wurde jeder nochmal medizinisch untersucht. Dann wurden die Überstellungspapiere unterschrieben. Dann ist wieder alle in die anderen Maschinen und dann sind sie abgeflogen. Gestern Abend, 22.05 Uhr, hat die Maschine deutschen Luftraum erreicht und konnte dann auch in Köln-Bonn wenige Minuten später landen. Selbst Olaf Scholz hat seinen Sommerurlaub unterbrochen und ist nach Köln-Bonn geflogen, um persönlich die Ausgetauschten hier in Empfang zu nehmen. Er will das natürlich jetzt hier als seinen großen politischen Coup verkaufen und da muss man mal sagen, Olaf Scholz, du hast hier Gesetze gebrochen, denn eine Begnadigung durch den Bundespräsidenten ist bisher nicht bekannt. Artikel 60 im Grundgesetz regelt genau das. Was wir stattdessen wissen, und das macht es viel schlimmer. Normalerweise
Also, es geht jetzt hier um den Tiergartenmörder. Ja? Das ist die bekannteste Figur in diesem ganzen Gefangenenaustausch. Vadim K., wie es hier heißt, der aus Sicherheitsgründen regelmäßig in Deutschland rollierend durch Haftanstalten verlegt wurde, war zuletzt im baden-württembergischen Offenburg untergebracht. Die Entscheidung zu seiner Freilassung traf, also normalerweise macht das der Generalbundesanwalt. Ja? Der kann da Dinge entscheiden, zum Beispiel, dass man die Strafe dann als Bewährung aussetzt. Nur mal rein theoretisch, ja. Aber der Generalbundesanwalt hat nichts gemacht, jedenfalls nicht aus Eigeninitiative. Das Bundesjustizministerium hat auf Anfrage wirklich mitgeteilt, dass das Ministerium im Fall Vadim K. am Montag eine schriftliche Anweisung zur Aussetzung der Vollstreckung gebeten hat, um den Gefangenenaustausch zu ermöglichen. Und da sehen wir wieder einmal, sie weisen ihre eigene Justiz an, ja, das Weisungsrecht der Justiz, was sie immer leugnen, um hier ihre Fiktion von Rechtsstaat durchzusetzen. Also, Herr Buschmann ruft an, ja, bei dem mit dem schönen Namen, Jens Rommel, und sagt, er soll den freilassen. Ja. Laut Gesetz kann das aber vor allem der Bundespräsident. Der könnte hier eine Begnadigung aussprechen, denn der Knackpunkt ist ja, das, was der Generalbundesanwalt hier machen könnte, ist, er könnte veranlassen, dass er überführt wird ins Ausland, um den Rest der Freiheitsstrafe im Ausland abzusitzen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Habt ihr gesehen, Vadim K. mit militärischen Ehren in Moskau empfangen, ein freier Bürger jetzt in Russland und ein sehr enger Vertrauter von Wladimir Putin. Diese schwierige Entscheidung wurde von den betroffenen Ressorts und der Koalition nach sorgfältiger Beratung und Abwägung gemeinsam getroffen. Die Umsetzung erfolgte durch ein vom Generalbundesanwalt verfügtes Absehen von der Vollstreckung der Freiheitsstrafe und anschließender Abschiebung. Dafür haben sie sich hier alle über den Tisch ziehen lassen. Der Tiergartenmörder, der erst 3 Jahre hier im Gefängnis saß, wurde jetzt eingetauscht gegen eine Handvoll Deutsche und vor allem eine Handvoll Russen. Das ist nicht zu vermitteln, Herr Scholz. Nochmal. Ich bin dankbar um jeden, der freikommt, um jeden, der nach Hause kommt in den Kreise seiner Liebsten. Aber ihr könnt euch nicht über den Tisch ziehen lassen um jeden Preis. Die Verhandlungen laufen seit 2 Jahren. Seit 2022 wird über diesen Deal verhandelt. Absolut. Und ich glaube, das ist in gewisser Weise sicherlich am heutigen Tag auch eine Überraschung. Denn man muss ja ganz klar sagen, was wir eigentlich vor allem in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen haben, dass dieser Gesprächsfaden auf jeden Fall auf höchster Ebene, was wir mitbekommen haben, da hatte man den Eindruck, dass der eigentlich komplett ja abgerissen war. Aber nein, das scheint so auf jeden Fall nicht der Fall gewesen zu sein. Und sie sind nicht in der Lage, mit diesem Putin einen Deal mit Selenskyj über die Ukraine zu machen. Da sieht man mal, was ihre Prioritäten sind. Sie wollen alle diesen Krieg. Es hat niemand Interesse daran, diesen Krieg wirklich zu beenden. Und dafür sollten sie sich alle schämen, wenn sie hier lieber Krieg spielen als Frieden. Aber sie tauschen ja jetzt auch einfach Mörder ein gegen x-beliebige Bürger. Ich rede nochmal davon. Klar, ist es dem deutschen Staat seine Aufgabe, für die Freilassung von Deutschen im Ausland zu sorgen, vor allem wenn sie zu Unrecht inhaftiert wurden. Wenn Deutsche im Ausland Straftaten begehen, dann muss man ihnen auch also eine Strafvollstreckung im Ausland zugestehen. Aber jetzt gehen sie hier hin und drücken russische Oppositionelle frei, die mit Sicherheit auch verfolgt sind, das will ich gar nicht abstreiten, und arme Menschen sind, die froh sind, dass sie frei sind. Aber das Sicherheitsinteresse Deutschlands wird jetzt hier wieder negiert, weil die Interessen derer, die wir holen, überwiegen würden. Da wir aber wissen, dass das nicht nur wie Süleyman Atta'e irgend so ein Spinner ist, nein, der Tiergartenmörder, der im Auftrag des russischen Geheimdienstes, also des russischen Staates, hier offen in Berlin einen Georgier erschossen hat, den haben wir freigelassen, wohl wissend, dass er in Russland der Held ist, nicht ins Gefängnis kommt und vor allem, dass sie den wahrscheinlich relativ schnell jetzt wieder einsetzen werden als Agent, dann vermutlich nicht mehr in Deutschland, aber eben in Wien, in Österreich. Ich bin wirklich, also eine abschließende Meinung dazu kann man sich fast gar nicht bilden, weil klar ist das Freipressen dieser Gefangenen hier eine gute Sache. Auf der anderen Seite hier so viele Prinzipien unseres Rechtsstaates über Bord zu kübeln, halte ich für zu gewagt. Auch das Novum zu brechen, dass wir Kapitalverbrechen, dass wir Mörder ausliefern, haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie einen Mörder eingetauscht. Und jetzt, hier plötzlich, machen wir das. Frau Merkel hätte das nicht getan. Bin ich mir ziemlich sicher, Frau Merkel hätte nicht diesen Kniefall vor Putin gemacht, aber
Olaf Scholz, er suchte nach einem Strohhalm, beziehungsweise sie glauben halt wirklich, dass sie damit irgendwelche Lorbeeren gewinnen können. Und da muss man mal sagen, die Regierungen und Politiker, die zum Beispiel Billy Six haben in Südamerika versauern lassen oder auch bei Deniz Yücel in der Türkei, also was da alles schon gelaufen ist. Und jetzt wollen sie sich hier groß feiern für diese Nummer und es ist wirklich ein Thriller gewesen, diese ganzen Bilder mit den Geheimdiensten und hier und da. Und ich bin gespannt, ob das noch Folgen hat, denn hier, so wie es aussieht, wurde nur der GBA angewiesen, eine Aussetzung der laufenden Strafvollstreckung in Gang zu bringen, allerdings ohne weitere Konsequenzen. Ich bin gespannt, ob sie damit einfach so durchkommen. Ich kann mir das kaum vorstellen. Für mich sieht das ja schon fast aus wie Rechtsbeugung. Also wie kann man denn da hingehen und setzt dem seine Strafe aus? Ohne irgendwelche Folgebedingungen, also wohl wissend, dass er dann das Land verlässt, wohl wissend, dass er keine Restfreiheitsstrafe verbüßt in Russland, Leute, aber schwieriges Thema, echt schwieriges Thema, aber es zeigt einmal mehr, egal wie viel sie Diktator rufen, Despot oder wie sie ihn immer alle nennen, wenn es ums Verhandeln geht, sitzen sie am Ende alle am gleichen Tisch. Es kommt immer nur darauf an, welche Brötchen am Ende verhandelt werden und was für einen persönlich dabei rausspringt. Hier ganz klar wollte Olaf Scholz Benefit für sich haben. Ihr müsst ja mal sehen, das Ganze ist gelaufen. Und nachdem alle Bescheid wussten, ging Frau Baerbock vor die Presse. Ich glaube, sie war nicht so involviert, wie das hätte sein müssen als auswärtige Ministerin. Aber da sehen wir mal wieder, dass es hier Klatschen hagelt. Die Klatschen, die findet ihr schön, ne? Ich finde die auch schön. Einfach links, rechts, links, rechts. Und irgendwann hört es auf, ne? Aber zurück zum Thema, wie findest du diese Freilassung hier? Größter Gefangenendeal seit dem Kalten Krieg. Wir sind mitten in einem Kalten Krieg, wenn wir Gefangene austauschen. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Das ist völliger Wahnsinn. Das ist Deutschland 2024, Europa 2024. Genießt die letzten 4-5 Jahre, bevor wir uns hier alle nur noch die Köpfe einschlagen. Die Agenda 2030, wie sie manche gerne hätten, ist inzwischen einfach nur noch die Kriegsvision 2030 von allen verrückt gewordenen hier. Und da kann man nur sagen, ja, macht mal schön euren Spaß weiter. Ich bin vorher weg, packe meine Koffer und nehme vor allem meine ganzen Steuergelder hier wieder mit und sage ciao, bis bald.